Hallo und herzlich willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten. Dieses Video ist wie immer eine Visualisierung meines Blogartikels und enthält die gleichen Inhalte. Wenn du lieber liest, findest du den Link zum Blog unter diesem Video. Heute kommen wir zu einem scheinbar heiß ersehnten nächsten Via Invest Review. Ich bekomme sehr viele Nachrichten zu Via Invest und man merkt, dass hier momentan etwas Unsicherheit herrscht. Schlechte Kreditverfügbarkeit, Quellensteuerbelastung, manuelle Rückkaufgarantie? All das wollen wir uns mal anschauen und beleuchten. Falls du noch nicht Investor bei Via Invest bist und es werden möchtest, gibt es auf meinem Blog unter dem Artikel noch eine kleine Überraschung für dich. Denn ich konnte neben Easter Egg Guru auch mit Via Invest für dich dealen. Es gibt also ein paar extra Euro zu holen, aber dazu dann im Artikel mehr. Was ist seit dem letzten Artikel auf Via Invest passiert? In den letzten Monaten hat Via Invest kräftig an der Plattform geschraubt und wird inzwischen von vielen unabhängigen Berichterstattungen als eine der wichtigsten Peer-to-Peer-Plattformen im Baltikum gesehen. Nicht verwunderlich daher, dass die Marke von 10 Millionen Euro an ausgegebenen Krediten schnell erreicht wurde. Via Invest gibt mittlerweile Kredite in 4 Ländern aus und die Investoren kommen aus 32 verschiedenen Ländern. Und jetzt rate mal, wer hierbei den Löwenanteil ausmacht. Richtig. Deutschland ist wieder vorne mit dabei. Ich bin immer wieder verwundert, dass wir bei den Peer-to-Peer-Investments so zahlreich unterwegs sind, beim Aktieninvestment aber stark hinterherhinken, was den prozentualen Anteil angeht. Die Plattform hat ihr Volumen seit dem letzten Via Invest Review ordentlich steigern können. Dennoch reicht es oft hinten und vorne nicht und viele Investoren beklagen sich über die mangelnde Kreditverfügbarkeit. Das ist allerdings ein Umstand, der nicht nur auf Via Invest zutrifft, sondern bis auf einige Ausnahmen auch auf fast alle anderen Plattformen. Hier predige ich ja immer wieder, sei einfach geduldig und warte ab. Irgendwann wird dein Geld schon unter die Leute gebracht, es ist meistens nur eine Frage der Zeit. Das Herumschieben von Geld zwischen den Plattformen kostet meist einfach nur Zeit und Nerven. Ich habe das bisher noch nie gemacht und irgendwann wurde das Geld immer investiert. Im Gegensatz zu anderen Plattformen habe ich persönlich mein Portfolio bei Via Invest nicht sonderlich stark gepusht. Ich wollte mir erstmal die Entwicklung anschauen, denn man merkte, dass noch viel Bewegung und Aufbau in den ersten Monaten enthalten war. Denn zum größten Teil schreibe ich so ein Review über eine Plattform ja auch für mich selbst, damit ich entscheiden bzw. abwägen kann, ob und wie es auf der Plattform für mich weitergeht. Aber schauen wir uns doch mal mein Portfolio an. Trotz dem wenigen Geld, was ich bisher in die Plattform gesteckt habe, sieht es mit 12,68% doch ganz ordentlich aus. Genau genommen fanden nur 2 Einzahlungen meinerseits statt. Eine zu Beginn und nochmal eine ein bisschen vor 2 Monaten. Meine eigene Xier-Berechnung sagt allerdings etwas weniger Rendite voraus. Hier ist allerdings zu beachten, dass sich die Xier- oder IZF-Berechnung auf ein Jahr bezieht und ich noch kein komplettes Jahr als Investor abgeschlossen habe. Zudem kann man sie natürlich niemals auf den Punkt genau halten. Letztendlich dürfte sich die Rendite irgendwo zwischen 10 und 11% einpendeln. An meinem Portfoliobilder hat sich in der ganzen Zeit nicht viel getan und er ist noch fast so eingestellt wie zu Beginn der Artikelserie. Ich habe lediglich einige Beschränkungen herausgenommen, zum Beispiel die Darlehenslaufzeit und eine Beschränkung mit hineingenommen, der Ausschluss von polnischen Krediten. Wer es noch nicht weiß, auf die polnischen Kredite wird die Quellensteuer einbehalten. Dies kannst du auch nicht verhindern, indem du deine steuerliche Identität nachweist. Generell läuft mein Investment auf Via Invest vollkommen problemlos und vollautomatisch. Zweiteres ist aber nicht ganz richtig, wie wir nun gleich noch sehen werden. Viel mehr gibt es an dieser Stelle über mein Portfolio und meine Performance nicht zu berichten. Die restliche Oberfläche von Via Invest ist auch recht schmal gehalten, dass ich dir in diesem Zusammenhang nicht viele neue und sinnvolle Dinge zeigen kann. Zusammengefasst tut das Konto das, was es soll, und zwar wachsen. Aber kommen wir jetzt zu den Punkten, was mir an Via Invest nicht so gefällt. Denn nur allzu oft werden die Vorteile der Peer-to-Peer-Plattform herausgekehrt, aber es gibt auch ganz entscheidende Nachteile. Gerade Via Invest hat hier einige Tücken, die man kennen sollte. Polnische Kredite werden zum Beispiel, wie gerade erwähnt, mit der Quellensteuer belastet und man kann trotz Bescheinigung der steuerlichen Identität nichts dagegen tun.
Das ist ja nun hinlänglich bekannt, aber eine andere Sache, auf die ich durch unsere Community gestoßen bin, ist die scheinbar semi-automatische Rückkaufgarantie. Hä? Das interessierte mich natürlich ganz besonders und ich habe mich mal auf die Suche gemacht. Was ich fand, war, gelinde gesagt, ziemlich spannend. Das Gute vorweg, Kredite, die ausfallen, werden anstandslos zurückgezahlt. Werden Kredite allerdings verlängert, musst du den Rückkauf manuell initialisieren. Kredite können durch die Kreditnehmer aber scheinbar endlos verlängert werden. Schaust du also nicht manuell hier rein, siehst du es gar nicht. Wir können uns das mal hier an einem Projekt anschauen. Der Kredit wurde im April ausgestellt, am 12.04. und ist verlängert worden bis zum heutigen Datum, sogar bis in den November rein. Kann das wirklich sein? Es betrifft nicht viele Kredite, aber es ist natürlich ein Ärgernis, wenn es so ist. Ich konnte leider spontan auch nichts auf der Plattform zu dem Thema finden und habe Via Invest selbst mit den Tatsachen konfrontiert. Nachdem es dann ein bisschen hin und her ging, habe ich dann irgendwann verstanden, was sie von mir wollten und es sieht wie folgt aus. Jeder Darlehensanbahner, auch wenn er intern ist, hat seine eigenen Regeln, was die Verlängerung von Krediten angeht. Und bei manchen ist es halt so, dass diese fast endlos verlängert werden können. Via Invest hat hier also generell nichts Böses im Sinn, sondern gibt dem Investor die Möglichkeit, den Rückkauf manuell auszulösen. Das ist das, was wir hier an der Seite sehen. Testweise habe ich übrigens auch einen Rückkauf manuell initialisiert, nicht bei diesem Kredit, sondern bei einem anderen. Und das hat auch anstandslos funktioniert. Dieser Button, den du hier siehst, ist aber erst nach einigen Verlängerungen, genauer gesagt nach 90 Tagen, verfügbar. Also erstmal gar keinen Grund, in Panik zu verfallen. Wir können das ja mal einmal hier bei dem Kredit machen. Klicken wir einfach auf den Button Rückkauf in Bearbeitung und nach ein paar Tagen wirst du dann in deinem Kontoauszug sehen, dass der Rückkauf vollzogen wurde. Ja, als kleines Fazit zu meinem Via Invest Review. Nachdem ich nun schon einige Monate auf der Plattform bin, kann ich sagen, definitiv eine Plattform mit Temperament. Ich mag sehr die Einfachheit der Plattform und auch den plattformeigenen Blog lese ich sehr gerne, den sollst du dir unbedingt mal anschauen. Aber Punkte wie die Sache mit den verlängerten Krediten schmälern natürlich etwas die Lust daran. Wenn es offen kommuniziert wird, finde ich es vollkommen okay, aber dass man erst durch Zufall davon erfährt, finde ich persönlich eher uncool. Trotzdem zeigt das Via Invest Review, dass durchaus was zu holen ist und ich werde daher mein Investment hier Stück für Stück erhöhen. Das ist allein deswegen schon nötig, um weitere Tücken herauszufinden. Abgesehen davon tut Via Invest einiges dafür, dass sich demnächst auch einige Punkte verbessern. Die Kreditverfügbarkeit soll zum Beispiel durch eine Erweiterung des Kreditangebots nach Schweden verbessert werden. Auch externe Darlehensanbahner wie bei Mintos sind bereits im Gespräch. Die Reise von Via Invest bleibt also spannend und bevor ich dich jetzt ins Restwochenende entlasse, habe ich noch etwas für dich. Für den Fall, dass du mich bei meinen Erfahrungen begleiten möchtest. Und zwar gibt es noch einen kleinen Extra-Deal für dich, wo du ein bisschen Startkapital verdienen kannst. Wie das Ganze aussieht, kannst du in meinem Artikel nachlesen, der unter diesem Video verlinkt ist. Ja, und das war's auch schon für heute. Schön, dass du dabei warst. Es würde mich freuen, wenn du einen Kommentar zu dem Thema auf meinem Blog hinterlässt, mir auf Facebook folgst und Mitglied meiner Community wirst, die mittlerweile, ich habe gerade nachgeschaut, schon über 1500 Mitglieder hat. Alle Links dazu findest du unter diesem Video.